So zum Beispiel, ne? Guck mal, ach, das ist schon cool. Das ist jetzt schon nice. Das sieht gut aus. Haben sie gut gemacht, ne, mit den kleinen Blockaden da. Gut. Ist auch schön zentral. Da können auch Gleise an der Seite dann lang gehen. Das ist sehr schön. Und die Mülldeponie kann ja auch angepasst werden. Das ist ja kein Problem. Wenn wir noch extra Gleise machen wollen. Und jetzt kann das hier schön gerade durchgehen. Und hier drüber. Kurve zu eng. Was heißt denn Kurve zu eng? Das ist eine Kurve. Ich sehe keine Kurve. Ja. Hä? Kurve? Ach, das ist Steigung. Ach, das ist Steigung. Ja. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Das ist jetzt doof. Ja, diese Steigung hier ist nicht so nice. Ich brauche dringend mal Tageslicht, kann das sein? Wir machen mal ganz kurz Play, weil ich auch dringend Geld brauche. Wir machen mal Tageslicht, wir gucken nochmal hier rein. Oh Gott. Ja, das Geld sieht nicht gut aus. Wir bezahlen zu viel. Wir bezahlen schon sehr viel. Oh weia. Handel von Dienstleistungen, Stromexporte, ja. Das ist ein ziemlich guter Punkt. Parkgebühren sollten ja auch langsam was werden dann. Wir machen mal ganz kurz Speed. Wir brauchen jetzt dringend Geld, bevor wir pleite gehen. Diese große Gefahr besteht. Wir machen mal das hier auch noch aus, bis wir es nutzen. Und auch die, den Bahnhof machen wir aus, bis wir ihn nutzen. Und auch die Busstation, weil wir nutzen da ja nichts aktuell. Das spart ein bisschen Geld, bevor es richtig schlimm wird, genau. Industrie möchte ich keine bauen, weil wir noch nicht, weil wir sie nicht möchten einfach. Das ist der Punkt. Wir möchten keine Industrie haben. Industrie bringt uns ja gerade gar nichts. Commercial könnten wir bauen. Wie viele? Wir haben jetzt Jobs verloren gerade, was vielleicht das ein bisschen gefixt hat hier, das Problem. Ja, aber immer noch 500. Man könnte hier an der Grafenstraße theoretisch noch irgendwie ein paar Commercial Zones bauen, ne? Zum Einkaufen, zum Shoppen. Das wäre auch eine Geldquelle in einer gewissen Weise, aber das passt hier nicht so ganz hin. Ich hatte mir auch eigentlich eine Farm vorgestellt, tatsächlich. Das können wir auch mal machen. Warte mal, wir machen das ganz kurz. Wir gehen hier rein in die Produktion. Wir schauen, was benötigt wird. Wir können ja eigentlich hier nur... Lüge ja, wenn ich sage, wir haben eine freie Wahl. Wir können ja eigentlich nur Tierproduktion bauen, wo wir bereits einen Überschuss haben. Das heißt, hier können wir leider, fürchte ich, nicht... Ist das hier Ressourcen? Ja. Genau, hier ist nicht leider irgendwie die Möglichkeit, beständig da ein Feld hinzubauen. Wir könnten nur eine Tierproduktion etablieren. Das wäre aber möglich. Wir machen das mal. Ist besser als nichts. Das ist so mein Gedanke. Wir könnten ja auch mal diese Gebäude bauen. Diese Kondos und so. Die kosten ja kein Geld und bringen Wohlbefinden. Das machen wir vielleicht mal. Aber erstmal würde ich gerne hier... Verzeihung. Die Nutztierhaltung machen. Und sagen, wir hauen die so hier hin. Genau, und dann kriegen die hier so ein bisschen Area. Auch schon. Man kann sogar sagen, wir geben denen hier alles. Das sieht dann ein bisschen cooler aus. Ich weiß, ich baue hier wirklich viele davon hin, so von diesen Farmen, aber... Ihr liebt es doch auch. Das ist nicht so geil geworden. Wir machen das hier, komm. Na komm. Ja, ah, nee. Doch hier. Dann. Ach halt, ich mache das ja falsch rum, ne? Das ist ja hier... Ach, ja, ich sehe schon. Ich muss das hier... Warum ist das denn so? Ich muss das so rum machen, ne? Genau, das ist ja hier... Das ist ein bisschen merkwürdig, das Tool teilweise. Warum ist denn das so rum eigentlich? Warte, das macht doch gar keinen Sinn. Macht das Sinn? Nee, weil das falsch rum ist, das Gebäude, ne? Nee, das ist nicht. Ich versuche gerade zu verstehen, warum... Ich muss hier anfangen, ne? Nee, ich... Hä? Ja, es ist... Ja, es war eh verbuggt. Das Gebäude ist weg. Kann ich das... Ja, okay. Irgendwie ist hier heute der Wurm drin, was meine Produktion und meine Möglichkeiten angeht, hier zu bauen. Warum? Jetzt. Nee. Ich mache hier doch gerade irgendwas falsch, oder? Ich habe das doch vorher hingekriegt. Warum ist das jetzt hier so rum? Warum kommt das von da? Das ist doch immer der... Genau, hier geht das nicht. Wie haben wir denn... Das kann man doch rundum bauen. Warum macht der das Feld immer dann hier? Warum? Ach so, warte mal. Ich mache das, glaube ich... Nee, hä? Vielleicht sollte ich einfach heute keine Felder bauen. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade irgendwas falsch. Der macht das Feld doch dahin, wo es dann einfach ist am Ende. Also das ist doch quasi... Hä? Ich bin gerade irgendwie... Was ist denn...
Das bin schon ich, ne? Das ist nicht das Spiel. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwas anders als sonst, oder? Okay, wir werden kein Feld bauen. Das lassen wir es erstmal. Stattdessen machen wir was anderes. Wir bauen hier erstmal eine Commercial Zone oder so. Ich brauche hier dringend Kommerz und Einkauf. Pharmacy, ja, das ist gut. Wir brauchen nämlich gerade dringend finanzielle Mittel. Sonst geht's hier gleich uns sehr schlecht. Ich würde nur gerne den Tag abwarten, damit wir noch was sehen können, was wir bauen. Das ist ein bisschen doof. Wir könnten zwar auch den Tag-Nacht-Wechsel ausschalten. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, weil es doch ein bisschen nervig ist, wenn es Nacht ist. Aber ich mag halt die Idee, das sehen zu können. Das ist schon ganz gut. Die Leute ziehen auch langsam her. Die Steuern sind jetzt höher. Wir haben das beste Internet. Das ist gut. Das ist ja auch so gewollt. Machen wir sehr gerne. Können wir eigentlich einen Graph angucken? Bestimmt können wir das. Hier, ein Graph. Geld. Das ist nicht so gut. Budget. Einkommen. Warum ist denn das so gerade? Irgendwie... Die Graphen sind irgendwie so... Also warum sind die so... Das ist ja sehr stagnant, ne? Bis dann die Stromexporte haben wir sehr viel gemacht. Das ist auch unsere Haupteinnahmequelle tatsächlich. Bevölkerungsanzahl? Ja. Ich versuche halt zu verstehen, ob ich das hier irgendwie fixen kann. Minus 300.000 ist halt schon ein bisschen viel, ne? Das ist nicht so geil. Zuschüsse kriegen wir... Immer noch ein paar, aber auch nicht viele. Wir machen wirklich das meiste mit dem Stromexport. Wir können natürlich Dinge deaktivieren, aber wir haben auch nicht wirklich viele Dienstleistungen in der Stadt. Wir haben die Schule hier, die kann man deaktivieren. Die ist auch wirklich generell sehr nutzlos hier. Die ist wirklich nutzlos, da ist ja kaum einer da. Wir reißen die ab. Das fanden alle nicht so geil, das ist jetzt auch okay. Das kann ich verstehen, fand ich auch nicht so geil. Ich hätte gerne eine Mietwohnung gebaut. Friedhof ist noch gut, die höhere Schule, ne, da geht's gut. Das Kolleg, das ist wohl vielleicht ein bisschen teuer, ne, 150.000. Ja, das würde natürlich viel sparen, wenn wir das nicht hätten. Das ist klar, aber das brauchen wir. Das Sozialamt kostet jetzt auch nicht so viel. Die Grundschule, die ist relativ voll jetzt. Man auch noch aufrüsten übrigens, auch nicht vergessen. So viele offene Stellen, so wenig Arbeitskräfte, wo soll das hinführen? Naja. Fachkräftemangel, ne? Aber ihr wollt ja nicht herziehen, keiner will herziehen. Weil das Zoning kaputt ist. Das mit dem Geld wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl, das wird irgendwie nicht besser. Also, die müssen das Zoning mal ein bisschen fixen, das ist nicht mehr so wie früher. Jetzt wollen die halt einfach, also jetzt ist der Demand quasi abhängig davon, was wir bauen. Und das ist nicht so geil. Das ziehen die hier alle aus, sogar aus den großen Gebäuden. Das ist halt nicht so geil. Unser Bildungssystem ist großartig. Sagt dann, habe ich die Schule abgerissen habe, ist auch sehr schön. Finde ich sehr cool von ihm, dass er das sagt. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie viele Steuern zum Beispiel die einzelnen Betriebe bezahlen. Also ich würde gerne wissen quasi, wie viel von unserem Gesamteinkommen kommt von der Agrikultur zum Beispiel. Das wäre schön zu wissen. Also dass wir tatsächlich mal sehen können, ob das ein relevanter Wirtschaftszweig bei uns ist oder nicht. Das kann ja auch sein, dass es gar nichts ist. Der Smog ist unerträglich, ja. Wir kommen zum ersten Mal in ernste Dingsprobleme, ne? Haben wir auch lange nicht gehabt. Ernste Probleme mit der. Mit unseren Finanzen hier. Das Vertigo Square kann man ja auch mal bauen hier, ne? Das sieht dann so aus. Sehr cooler aus, wenn man es mehrmals bauen könnte. So ist es ein bisschen sehr doof. Da wohnt auch keiner dann drin, ne? Das ist dann, glaube ich, auch nur. Ah doch, da wohnt jemand drin. Okay, immerhin. Und die finden das richtig geil, obwohl es halt wirklich nur so ein Turm ist. Der ist halt jetzt ein bisschen... das ist jetzt doof, dass er so einzeln da steht. Das ist jetzt natürlich nicht so cool. Aber so kann man theoretisch Menschen herbekommen. Kostet das Haus Geld? Nein. Dann könnten wir noch das Gebäude bauen. Hier, das die Corundum-Kondos. Haben wir auch einen ziemlich dicken Hof hinten dran. Was ich nicht so geil finde, weil das ist jetzt nicht so... Nicht so passend hier von der Stadtoptik her. Alter, die Steuerung ist ja aber wirklich... Nee, das geht nicht. Okay, es würde vielleicht hier reinpassen, ja. Was ist da? Da sind nur kleine Häuser. Und Kleinhäuser, Schmeinhäuser, sage ich öfters. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen da rein und wir...
Das macht sich da auch eigentlich ganz gut. Das sieht da sehr gut aus. Und da wohnen dann sogar 180 Haushalte. Boah, reich. Oh. Hier in Offenbach-Ost. Hm. Aber gut, wenn Leute einziehen, dann wäre das natürlich eine sehr schöne Sache. Dann könnten wir dadurch so ein bisschen noch auch Steuereinnahmen erwirtschaften. Das wäre ja wirklich gut, ne? Das muss man ja sagen. Bevölkerungszahl sinkt. Aber es zieht niemand weg. Es ziehen sehr viele Leute her. Es werden auch Leute geboren. Das ist gut. Wir haben auch immer noch mehr Geburten als Tode. Doppelt so viele sogar. Das ist schon sehr solide. Es ziehen ja auch Leute ein. Das ist eigentlich ganz toll. Wieder so einen nationalen Gesundheitsnotstand hier. Wir fahren ja alle los. Was ist denn da los? Wir haben wieder diese großen Klinikaufgebote, aber ich weiß gar nicht, warum die da alle los müssen immer. Da muss irgendwas passiert sein. Da hinten ist wieder Tod und Verderben. Naja, Elektrizitätswerke. Ich wollte ja eigentlich mit dem Stromexport mein Geld verdienen. Ich habe aber auch gelesen, dass das tatsächlich Strom wirklich... Also das ist ein guter Gewinn, den man da macht. Du machst Gewinn. Und wir exportieren ja wirklich große Mengen an Strom. Obwohl, das kostet aber auch 1 Million. Also ja, ich weiß es nicht, ob das wirklich Gewinn macht. Es gleicht das größtenteils aus. Windkraft und Geothermie wäre jetzt unser Weg. Oder Solarenergie, die können wir auch gut verkaufen, weil die auch billig ist, ne? Ja, wir machen gerade so ein bisschen hier, wir haben gerade Finanzprobleme, ne? Ich dachte, wir wären da sehr sicher. Finde ich aber auch cool. Also ich beschwere mich nicht. Ich finde das cool. Weil das erste Game war ja super easy. Da konntest du ja machen, was du willst. Da gab es ja gar keinen Stress mit Geld. Du warst ja nicht immer im Plus. Hier, wir haben noch kein einziges Plus gehabt bisher. Wir waren nie im Plus. Und wir sind auch nur noch nicht bankrott, weil wir ja Zuschüsse bekommen vom Staat. Jetzt die Frage hier, Steuern. Die Parkgebühren sind jetzt auch nicht so hoch. Stromgebühren, Wassergebühren, Gesundheitsgebühren. Ach, das kostet sogar Geld bei uns. Bildungsgebühren, Ticketverkäufe, öffentlicher Nahverkehr ist halt nicht so hoch. Weil wir natürlich keine Tickets verkaufen. Und hier scrollen, hallo? Das sieht aus wie eine Scroll, aber man kann nicht scrollen. Die Steuern, ja, das Wohngebiet, die machen da am meisten Geld. Die Industrie könnte auch echt mal ein bisschen mehr zahlen. Packen die mal auf 19, hoffen, dass das geht. Das spart schon mal 30.000 oder bringt 30.000 rein. Darlehen, wie sieht denn das aus? Boah, 400.000 monatliche Kosten, ist aber auch wirklich viel. Finde ich cool gemacht hier mit dem Balken, das ist nice. Der Zinssatz ist natürlich schon brutal. Dass er auch hochgeht dann. Wir könnten 2 Millionen mitnehmen, aber die werden halt dann auch sehr schnell weg, ne? 400.000 im Monat ist halt schon, das ist halt in einem Jahr sind wir da schon wieder drüber, ey. Ja, gut. Das ist nicht so geil tatsächlich. Das ist jetzt alles gerade schwierig, weil ich nicht weiß, ich habe ja keinen Demand. Wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte, aber keiner will herziehen. Die wollen alle nur niedrig dichtes Wohngebiet haben, was wir aber nicht wollen, so unbedingt. Sie wollen es. Diese Schaben. Vielleicht machen wir es doch hier rein. Warte mal. Es macht halt vielleicht doch Sinn, dass wir sagen, okay, wir geben denen hier eine Straße, eine Gasse sogar, ne? Und nicht zu spendabel sein, so. So. Und dann müssen wir das hier als Kurve designen. Ich sagte, wir müssen das als Kurve designen. So, ja, ich habe gesagt, wir müssen das als Kurve designen. Hört mir mal zu. Oh, ist die ganze Straße wieder weg. Verdammt. Ah, ich bin gerade irgendwie. Das ist hier alles. Irgendwie ist hier gerade. So, das wird eine Straße. Dann wird das hier eine Kurve. Ja, ja, sehr gut. Nicht so gut, aber naja, ist okay. Ist okay. Tief durchatmen. So. Oh Gott. Es. Ja. Ja, ja, ja. Nee, es ist schon. Man kann das schon. Das ist schon okay. So, und dann gehen wir hier hin. Ja, genau, auf den Kreisverkehr. So, dann kann das hier angeschlossen werden. Das muss, wie gesagt, nicht schön aussehen. Das ist halt ein Wohngebiet. Das ist so eine typische Siedlung halt. Man kennt sie. Ich darf noch gerade nicht bauen. Hallo? Ah, okay. So, ja. Das wollte ich halt wirklich vermeiden. Also ziemlich alles, was wir gerade tun, wollte ich vermeiden. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, hier so eine Landschaft hier zu bauen. Aber wir machen das mal. Weil wir sonst gleich richtig pleite sind. Ja, hallo, kann ich das hier finden? Hier ist das. So. Ja, und dann, ja. Man merkt mir vielleicht die Verzweiflung an, die hier gerade Vorhand nimmt. Aber so kriegen wir das hin.
Und dann, wir haben ja wirklich jetzt nur niedrigen Bedarf. Ne? Wir haben nicht mal Reihenhausbedarf, wir haben gar keinen anderen Bedarf. Ja, das ist leider, wie es ist. Ne? Dann bauen wir halt hier so ein bisschen Häuser hin. Und auch nicht zu viele, wir machen das nur ein bisschen. Und wir gucken mal, was wird. Die Schule hier drüben, die wird zum Glück genutzt, das ist ganz schön. Das Gaskraftwerk ist halt wirklich sehr teuer. Es ist laut, ach, es ist so schlimm. Es geht allen Menschen hier so schlimm. Habt ihr mal gesehen, wie schlimm es den Menschen hier geht? Das Gesundheitssystem ist doch in gutem Zustand, oder? Ich meine, klar, wir sind jetzt weit weg, aber haben wir nicht zwei Kliniken? Wir haben noch zwei Kliniken. Ja, hier drüben, genau. Die können alle, die haben alle super Möglichkeiten. Die haben auch Pharmazeutikauflager. Hier wird es langsam voll, ja. Aber das kriegen wir doch alles hin. Wir sind doch alle Freunde. Alle haben Beschweren und Nörgeln hier. Unmöglich. So. Immerhin können jetzt neue Menschen einziehen. Ich hoffe, dadurch fixen sich ja, die Bilanz ist besser geworden schon mal. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Projekt hier, weil wir müssen es ja fertig machen. Das wird ja auch helfen. Es erzeugt ja auch einen Nutzen hier, diese Bahnlinie. Jetzt gucken wir hier, warum das hier nicht funktioniert. Also, das liegt daran, dass hier ein Hang ist. Und dass auch noch eine Stromleitung, weil wir hier ja unser Feuerwachhäuschen haben. Hat da schon einen Grund, dass es da ist, aber wir müssen es erstmal jetzt ohne Stromleitung bauen. Das tut mir sehr leid für das Feuerwachhäuschen, aber das ist jetzt erstmal so, wie es sein muss. Wir bauen, jetzt geht das auch, okay, das war nicht gleich ersichtlich, jetzt geht es auch. Ich wollte schon sagen, so, und jetzt müssten wir hier quasi eine Kurve machen. Dann führt das hier vorbei am Parkpflegedepot. Ja. Dann geht's geradeaus. Das ist okay, das ist honestly not bad. Jetzt wäre es natürlich unfassbar töfte, wenn das hier direkt anschließen könnte. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen. Ich habe halt diese Infrastruktur nicht so geil geplant. Das wäre jetzt sehr schlau, wenn das da... Wir können das ja... Okay, wir haben da ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich würd sagen, wir machen das erstmal etwas einfacher für uns. Und wir bauen einfach das Hauptgleis weiter. Wir werden das, wie gesagt, wir passen das alles noch an. Wir entdecken das zusammen, wie das hier funktioniert im Spiel. Und dann passen wir das alles gemeinsam an. Ich würde das gerne hier dran fügen. Genau so. Das heißt, das kann jetzt schon mal darüber gehen. Und von da kann man ja auch diese Drehung machen. Das ist das Wichtigste hier dran, ne? Das ist erstmal ganz relevant. Dann würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne auch sehen, dass das hier, das muss dann quasi so ein bisschen hier reingehen, dass wir vielleicht irgendwie es hinbekommen. Na, das wird schwer. Das muss quasi so. Ja, das war schon so ein halbwegs auch mein Gedanke da. Jetzt fehlt natürlich hier die Möglichkeit, auch so rum das Depot zu erreichen. Das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß halt nicht, wie wichtig jetzt die verschiedenen Gleise sind, also ob die alle erreicht werden müssen. Diese Frage stellt sich. Man kann natürlich dann sagen, okay, wir geben ihnen trotzdem die Option, einfach hier eine Wendeschleife quasi reinzubauen. Das kann man ja mal versuchen. Das ist halt jetzt wirklich sehr, sehr unorthodox, was wir hier machen. Vor allem ist es auch viel zu hoch. So. Müssen wir quasi eine sehr enge Kurve hier einbauen. Wir müssen dabei auch schon runtergehen. Ja, unfassbar, das geht. Und dann connecten wir quasi das hier dran. Oh Leute, ich baue hier eine Menge an Schienen ins Gemüse. Das ist auch wirklich unfassbar. Okay, das ist schon mal jetzt aber gar nicht mal so schlecht. Also das macht zumindest das, was wir wollen. Nämlich, es connectet hier Dinge. Das ist eigentlich ganz nice. Gut, damit würde ich gerne jetzt mal schauen, ob wir nicht hier irgendwie diese Zuglinie nutzen können für unseren eigenen unfassbaren und gemeinen fiesen Vorteil. Denn jetzt haben wir quasi das Gebiet hier auch als Baufläche freigeschaltet für unsere kleine Stadt hier. Was ich jetzt nicht bedacht habe, ist, dass wir eigentlich eine Bundesstraße haben, die hier durchführt, nämlich die hier. Und die sollte ja eigentlich hier hinten dann wieder zur Bundesstraße werden. Die führt ja hier durch quasi und dann sollte die eigentlich hier weitergehen. Das haben wir natürlich alles mega zugebaut. Oh, ich habe eine Nachricht. Autounfall, ein Opfer. Ach was. Ja, irgendwie, das ist alles noch nicht ganz so. Das ist noch nicht. Der Hauptbahnhof, der wäre ja ganz gut irgendwo hier. Der macht ja hier zum Beispiel Sinn. Dass man quasi sagen kann, hier, ne, dann geht dann die Spur ab und dann sitzt der hier so hinterm
reiche Leute anwesend. Ist zwar jetzt auch nicht der geilste Ort, aber wir machen erstmal jetzt so, dass wir hier sagen, ne, wir nehmen die Straße, führen die erstmal weiter. Weil das muss sie eh getan, das muss eh getan werden. Ob jetzt der verdammte Popstar hier wirklich an der Schiene wohnen würde, ist halt die Frage. Weil es ist aber mal dieser kleine Dreckpfad hier ein bisschen wichtig geworden. Ne? Das war eigentlich gar nicht so gewollt, dass das so eine relevante Area wird. Ich wollte das ja eigentlich klein halten, das habe ich ziemlich groß gemacht. Das ist auch nicht so ganz geil. Aber jetzt kann man ja theoretisch hier, ich würde halt wünschen, dass es hier einen kleineren Bahnhof gäbe. Ich brauche keinen dreigleisigen Bahnhof, ich brauche einen Bahnsteig. Ich brauche ja ein Gleis mit einem Bahnsteig. Das ist ein kleines Dorf mit 1000 Leuten, das braucht keinen Bahnhof mit Infrastruktur, das braucht ein Bahngleis. Eine Plattform. Das ist jetzt ein bisschen sehr matsch hier, ne? Das ist das Problem. Das ist sehr, sehr matsch. Vielleicht zieht ja mal der Popstar um. Warte mal, der zieht mal um. Hier das Popstar-Anwesen. Der zieht mal hier neben das Internet. Da ist er sicher sehr happy. So, und dann können wir hier doch den Bahnhof hinsetzen. Dann irgendwie so. Das ist zwar auch nicht... Ach, das ist aber jetzt auch nicht so geil. Tatsächlich, das... Merkt man mir vielleicht sogar an, dass ich das gerade gar nicht so geil finde. Wir könnten den aber auch hier so dran bauen, dann geht das sogar. Ja, wir machen das mal fürs Erste. Wie gesagt, ne, wir können doch alles ändern, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt hier. Kurve zu eng. Finde ich persönlich nicht, aber da kann man sich auch streiten. Ach, hier ist auch wieder Gefälle. Bitte nicht. Oh, ich hasse Gefälle. Geh nie wieder ins Gefälle in der echten Welt. Oh, ich hasse Gefälle. Okay, ich habe eine Idee. Wir müssen quasi hier so, dann müssen wir das so ein bisschen bauen. Dass das quasi... ach, es würde sogar so gehen. Ich... Oh Gott, das ist... Also es ist okay. Es ist actually not bad. Und dann können wir ja den gleichen, dann können wir das gleiche Gleis nutzen, müssen wir nicht eine separate Anbindung machen für jeden hier. Wir brauchen auch gar nicht alle Gleise, das ist ja sogar so. Wir brauchen ja gar nicht alle Gleise. Aber wir können das quasi so machen, damit haben wir das halbwegs erledigt. Da sind noch Tiere auf den Gleisen, das ist etwas gefährlich. Das würde zum Ende des Zugverkehrs führen, aber das ist fein. Und dann können wir sagen, wir connecten das hier einfach straight away. Ohne jetzt viel draus zu machen. Oh Gott, ich... So. Warum? Ich... Sieht aus hier. Warte mal, wir machen das hier besser. Mit einer Kurve und dann... Dann sind wir da auch alle des Lebens froh. Ja, das ist schon besser. So, lala, das ist schon eine Wackelpartie dann, aber das ist okay. Jetzt wäre, da brauchen wir jetzt keine Umdrehung, hier brauchen wir sie auch nicht. Die können, das einzige Problem ist, die können quasi, also wenn jetzt ein Zug von hier kommen würde, kann der nicht an diese Bahngleise anschließen. Genau, weil der kann das nicht. Das heißt, die einzige Option wäre hier eine Wendeschleife oder quasi so eine Geschichte hier, wartet mal, aber da muss ja die Bundesstraße auch eigentlich lang. Stadtplanerei ist natürlich auch ein Studiengang, den man machen muss, um das ja alles zu verstehen. Die Idee wäre quasi, wir sagen, wir bauen hier eine Schleife. Das könnte man aber auch hier machen. Aber das ist eben Bundesstraßenterrain. Würde es irgendwie möglich sein, das hier zu connecten? Eher nicht, ne? Da müsste man schon hier von Weitem kommen. Und dann müsste man hier eine richtig scharfe Kurve fahren. Das kriegen die halt nicht hin. Das ist, das, die müssten quasi hier anschließen. Das ist sehr schwierig. Das ist, so ist das Maximum, was sie machen können. Quasi so. Ja, nee, das kriegen wir. Das wäre, die könnten das so machen, die können das nicht so machen. Können wir das irgendwie hier untergrundtechnisch, ohne dass es connected? Wenn wir das unten drunter durchfahren lassen können, wäre das ja auch geil gewesen, aber das kriegen wir leider auch nicht hin. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht, dass wir quasi von da jetzt keinen Verkehr entgegennehmen können. Aber das müssen wir vielleicht auch gar nicht. Das muss ja vielleicht gar nicht sein. Beziehungsweise, was wir machen können... Das wird sicher in echt auch nie so gemacht, aber wir könnten einfach so ein Hochgleis bauen. Es tut mir leid, dass diese Folge jetzt hier wirklich nur Bahngleisbauten sind.
Ihr versteht, warum ich es tue. Warum macht er da jetzt einen Prellbock dran? Ach, macht er nicht, das macht er nur, weil wir da nicht fertig waren. So, dann ziehen wir hier diese Kurve. Können wir den sogar runterfahren lassen wieder? Ne, noch nicht. Wir ziehen hier diese Kurve. Oh Gott, das wird so hässlich, ey. Es tut mir so leid. Brauchen das eigentlich gar nicht. Ich will es nur haben, weil ich bin so ein Freak für fertige Infrastrukturen. Wir reißen mal kurz diese Straße weg und dann gucken wir nochmal rein. Es tut mir so leid, ne? Ich fühle mich schlecht. Das merkt man vielleicht nicht an, weil ich das gut verstecke, aber ich fühle mich gerade richtig schlecht. So. Oh Gott. Nee, okay, also ich sag mal, das machen wir später, wenn wir das brauchen. Wir machen erstmal nicht alles kaputt. So. Verschuldigung. Dann müssen wir schauen, dass wir hier die Bundesstraße, das kriegen wir dann schon hin, die wird dann wahrscheinlich hier nach Norden führen müssen. Das heißt, die wird dann gleich wieder zur Bundesstraße. Hier würde ich sogar sagen, die wird dann wirklich sehr, sehr gleich zur Bundesstraße. Also zur richtigen Schnellstraße wieder. Die geht erstmal jetzt hier nach Norden, so. Dann kann die da auch tatsächlich die Bahngleise kreuzen. Sie könnte auch ein Tunnel werden. Das ist zwar auch jetzt nicht so realistisch, aber sie könnte ein Tunnel werden hinter dem Bahngleis. Das machen wir gleich vielleicht. Erstmal, ne, so. Und dann hätte ich gesagt, legen wir los mit dem tatsächlichen Ziehen von einer Zuglinie. Und wenn ich das jetzt nicht ganz falsch gemacht habe, dann müssten die in der Lage sein, das hier irgendwie hinzukriegen. Wenn nicht, müssen wir das alles mal neu machen. Also zumindest unsere Grundideen. Was jetzt fehlt, ist natürlich hier das Wendegleis, aber es gibt ja Kopfbahnhöfe. Das heißt, ich hoffe, dass die einfach vor- und zurückfahren können und gar nicht wenden müssen. Das ist erstmal der Gedanke. Ich will das testen. Ich will gucken, wie das funktioniert hier. Das ist hier eine Route. Die geht hier hoch. Dann kann die gerne hier halten, ne? Hier so. Und dann ist die Frage, können wir die jetzt einfach zurückführen? Quasi im anderen Gleis, genau so. Nein. Ne? Doch. Die Linie ist da. Die Linie ist da. Ich hoffe, dass die einfach dann, ne? Dass die genau hier, die kann dann hier irgendwie, ne? Die kann dann hier so, die haben ja Richtungsgleise. Die kann dann da hoffentlich einfach wenden. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Da ist ein Zug. Oh Gott, ein Zug. Passagierzug. Ein Passagierzug ist das tatsächlich. Der fährt hier auf unserer Infrastruktur. Ja. Ein öffentliches Verkehrsmittel. Mhm. Unser Geld geht runter. Mhm. Aber wir haben einen Zug. Einen Doppeldecker-Regio. Ich bin richtig happy gerade. Da fährt der Güterverkehr, der klaut uns jetzt hier gerade so ein bisschen die Spur, weil wir auf dem existierenden Gleis auch fahren müssen. Ich weiß halt nicht, wie oft die jetzt tatsächlich auch zurück müssen in den Depot. Ich hoffe mal jetzt nicht täglich. Da hinten brennt es im Zug, glaube ich. Da ist rote Flammen lodern hier empor. Das Magma. Nicht so gut. Die Schranken gehen runter. Das ist sehr gut zu sehen. Wie lange sind die unten eigentlich? Würde ich gerne mal wissen. Der macht da eine Kurve. Die Schranken brauchen eine Sekunde. Könnte da liegen, dass nochmal Verkehr kommt. Schranken. Okay, jetzt gehen sie hoch. Ah, oh, das wird Verkehrsstaus verursachen. So, Menschen im Bahnhof sind keine. Aber der Zug ist da. Und er laggt hier in dem Bahnhof, das ist okay. Und der fährt ja auch schon wieder. Und das sieht doch von der Infrastruktur her eigentlich ganz okay aus. Ich finde also, unsere Stadt sieht immer noch sehr realistisch aus. Im Vergleich vor allem zu City Skylines 1. So, der macht jetzt hier seine äußerst spannende. Das ist natürlich für die Leute innen drinnen nicht so geil, wie sich das hier streckt, aber das ist, you know, das muss man jetzt einfach mal verstehen. Jetzt die Schranke unten, das ist okay. Da fährt er, niemand ist drinnen natürlich, das ist ein bisschen schade. Hier unten hält ja der Bus sogar vom Bahnhof, wir gucken mal rein, wie es da gerade aussieht. Keine Leute sind da leider, aber Leute parken da. Frech. Parken, aber die warten da nicht. So, und da ist auch schon der Zug.
Es ist halt wie gesagt allen egal, was schade ist. Also keiner fährt mit dieser Zuglinie, was etwas, ne, was ich gehofft habe, was passieren würde. Das heißt, wir haben gerade eine richtig teure Zuglinie etabliert und sie macht nichts. Aber es geht mir einfach ums Prinzip. Eine Zuglinie. Der Bus hält hier auch. Die Wendegeschichten sind leider etwas schwierig. Jetzt, ach, der dreht, ach so, ich dachte gerade, der stallt hier gerade am Hügel und fällt wieder runter. Das ist aber, der macht hier einfach so eine Wendegeschichte. Okay, das ist natürlich dann, ich hatte gehofft, die können einfach, das ist denen egal. Die haben ja Front- und Hecktriebzüge, die können ja, die bleiben ja eigentlich im selben Gleis. Die machen ja nicht sowas unbedingt, obwohl die machen das schon. Das ist jetzt gar nicht mal so unrealistisch. Unser wunderschönes Zugdepot, das wir hier voll ins Industriegebiet gebaut haben. So, hier schloten die Raucher, hier schloten die Raucher, hier rauchen die Schlote, so rum. Ich bin durch, ey, ich hab kein Gehirn mehr. Ich hab viel zu viel aufgenommen. Aber wir haben einen Zug. Wir gucken mal ganz kurz rein in den Zug. Da ist jetzt niemand drin. Wir könnten die halbe Stadt transportieren mit 48 Leuten, aber leider... Leider stößt die Linie bislang nicht auf wirklich irgendwelche Akzeptanz. Klar, wir müssen noch das Buszeug hier anschließen. Das wäre ja ganz schlau. Wir machen mal eine Parkgebühr rein. Dafür ist es ja unerhört hier, dass die einfach parken. So. Und dann würde ich vorschlagen, in der nächsten Folge schließen wir mal den ganzen Nahverkehr hier an, dass die dann auch hier stehen bleiben können, dass wir so einen zentralen Omnibusbahnhof haben. Offenbach wird angeschlossen, auch an diesen Bahnhof. Dann haben wir hier nämlich einen schönen Umsteigepunkt, nicht mehr hier beim Friedhof oder in der Schule, sondern schön hier, ne, im Industriegebiet. Können wir auch ausbauen, ne, da kann ein Commercial rein und so, noch ein paar Brücken für die Fußwege hier, das können wir alles machen. Und dann haben wir hier schon mal zumindest den Grundstein gelegt für eine Zuginfrastruktur, die wir noch ausbauen können. Dass die jetzt alleine nicht viel macht, ist klar. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber ne, das kommt sicher noch alles irgendwann, hoffe ich mal, ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt hier schon mal eine sehr schöne Grundlage geschaffen für die Zukunft unserer Stadt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.